Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit Türchen Nummer 22 des Advent of Code Adventskalenders. Heute am 23. Dezember, also mal wieder ein Video, das keineswegs, also das sehr deutlich, deutlich, deutlich nicht zu früh rausgekommen ist, weil ich ja die Publikation einer Lösung noch am selben Tag vor 17 Uhr ist mir zu früh. Das ist jetzt hier mit Abstand nicht passiert. Nein, aber was ist passiert? Also das war schon gestern bitter. Ich habe die Aufgabenstellung angegangen, implementiert, programmiert und meine Programme wollten nicht so richtig. Ich habe dann irgendwann einsehen müssen, verdammt, ich gebe auf. Das ist das zweite Mal, dass ich gesagt habe, verdammt, ich gebe auf. Habe dann aber gestern Abend noch das Video eines anderen YouTubers gesehen. Mal schauen, ob wir ihn finden. Ja, Credit, wem Credit gebührt. Ich habe aber nicht seine Lösung kopiert. Das möchte ich gleich noch mit vorausschicken. Sondern was anderes ist passiert. Ja, hier, Anthony Writes Code. Das ist ein englischsprachiger YouTuber. Genau, hier sein Tag 22. Habe ich mir gestern Abend angeschaut, wie er das dann gelöst hat. Was mich ja trotzdem interessiert hat. Ich habe Stunden da rein versenkt. Und dann habe ich gesehen, dass er exakt alles genauso gemacht hat wie ich. Exakt. Sein Code ist durchgelaufen, meiner nicht. Das heißt, die Ideen, Konzepte und Ansätze, die ich gewählt hatte, waren absolut korrekt. Und es waren am Ende des Tages wirklich nur noch irgendwo ein Bug. Aber es gibt eine Kleinigkeit, wo er eine andere Entscheidung getroffen hat als ich und die mir daraufhin zum Verhängnis wurde. Also sozusagen die Quelle des Bugs oder die Quelle der Bugs. Boah, war das bitter. War das bitter. Schauen wir uns mal die Aufgabenstellung an. Was ist los? Also das U-Boot ist dermaßen unter Stress aufgrund der enormen Tiefe, dass wir einmal die Systeme neu starten wollen, den Reaktorkern neu starten wollen, um alles nochmal zu rebooten. Wie funktioniert das? Also der Reaktorkern besteht aus einem 3D-Grid an Würfeln. Ja, Dinge in 3D-Koordinatensystem. Da hatten wir schon unseren Spaß vor kurzem. Das geht hier einfach weiter. Genau, also ein 3D-Grid. Das heißt, es gibt drei Koordinaten. I, J, K oder X, Y, Z. Das sind Integers. Und sie referenzieren einen Würfel. Der ist entweder an oder aus. Dieses Grid ist relativ groß. Part 1 kann man noch ganz naiv Brute Force lösen. Für Part 2 muss man da schon langsam daran gehen und geometrische Formen versuchen zu darzustellen, zu implementieren und dann Schnitte, Vereinigung, Addition, muss man sich die diverse geometrische Operation auf diesen 3D-Figuren definieren. Aber dazu kommen wir alles gleich. Genau, also das Rebooten funktioniert jetzt wie folgt. Das komplette Grid ist aus. Und wir müssen jetzt verschiedene Teile, also in verschiedenen Teilen des Grids, diese Würfel alle an- bzw. wieder ausschalten. Und das sieht dann wie folgt aus. Ja, das steht dann da, okay, angeschalten werden müssen alle Würfel in X von 10 bis 12, in Y 10 bis 12 und Z 10 bis 12. Dann als nächstes angeschalten müssen dann nochmal alle Würfel 11 bis 13, Y 11 bis 13 und Z 11 bis 13. Und man sieht hier schon, es gibt eine Überlappung. Ja? 10 bis 12 enthält natürlich hier auch mindestens schon mal die 11. So, und natürlich so Würfel, die schon mal an waren und dann nochmal angestellt werden, bleiben einfach an. Aber dann als nächstes kommt off. Also jetzt geht man wieder rein und sagt, jetzt alle Würfel zwischen 9 bis 11 in X, in Y und in Z, die werden jetzt alle wieder ausgeschalten. Wenn man jetzt wirklich sich eine Datenstruktur konzipiert, wo jeder Würfel einen eigenen Eintrag drin hat,
Ist das für eine so simple Anweisung wie diese Beispiel fürs Beispielanweisung natürlich noch recht freundlich. Da geht das noch. Und ich kann noch vorweg schicken, dass so hier gehen sie jetzt hier im Einzelnen durch, also ja, 10 bis 12, 10 bis 12, 10 bis 12, wie die erste Anweisung hier oben, ja. Die erste Anweisung hier oben, so, das sind dann im Einzelnen alle diese Würfel, die haben sie hier einmal ausgeschrieben. Überflüssig, finde ich. Das ist, andere Dinge hätten sie gerne mit dazu schreiben können, die hätte ich viel dringender gebraucht als das. Aber gut, also wirklich wichtig ist zu wissen, dass 27 Kuben bei sowas angeschalten werden. Ja, dass diese Anweisung bedeutet, dass das 27 Kuben betrifft. Und dass die nächste Anweisung bedeutet, dass es 19 weitere Kuben betrifft. Ja, das ist für mich wichtig. Hier listen sie es ja noch alles klein und klein auf. Hier kommt jetzt das tatsächliche Anschauungsbeispiel für Part 1. Und hier unten sieht man dann auch schon, was in Part 2 abgehen wird. Aber für Part 1 sagen sie, wir interessieren uns nur für Würfel, erstmal in einem Test-Grid, also für Koordinaten minus 50 bis 50 entlang x, y, z. Alles, was darüber hinausgeht, das ist irrelevant für uns. Und diese zwei Anweisungen hier unten, die schneiden sich damit nicht einmal. Also die kann man eigentlich ignorieren. Die sind wirklich nur da, dass man gleich mitkriegt, in Part 2 geht's ab. Weil da kriegt man nur noch solche Anweisungen. Da gibt es dann diese Einschränkung, die fällt einfach weg und da wird gesagt, ja, dann mach das nochmal. Und auf einmal werden diese Anweisungen relevant. Und wobei das jetzt ja auch nur zwei sind, ich kann schon mal gleich vorweg schicken, hier im individualisierten Input, da sind das ein paar mehr. Da sind das hier nur so eine Mega-Anweisung. Und obwohl jetzt hier die X- und Y-Koordinaten an und für sich noch irgendwie moderat wirken, aber man muss sich ja überlegen, das spannt ja ein Volumina auf. Und da kommt der Fluch der Hochdimensionalität zum Greifen. Ja, also allein das Volumen, das diese Anweisung umfasst, das sind schon mehrere Millionen Kerne. Und das sind hier in jeder Zeile sind es dann mehrere Millionen. Und irgendwann kommt man ganz schnell bei Milliarden und Billionen an. Und da hält man nicht einfach mal eben so eine Array-Struktur im Speicher, das Milliarden über Milliarden von boolschen Werten speichert. Also da habt ihr am besten ein bisschen Zeit mit euch mitgebracht, wenn ihr das durchlaufen wollt. Also es geht nicht, ja. Also man kann nicht jeden einzelnen Würfel im Rechenkern einzeln für sich als Punkt in einem Array repräsentieren. Man muss die irgendwie größer zusammenfassen. Man muss so eine ganze Anweisung für sich als eine Kubusstruktur versuchen irgendwie darzustellen und abzuspeichern. Ja, nicht jeden einzelnen Eintrag da drin, sondern den Kubus als Ganzes. Und dann eher, was passiert, wenn ich diesen Kubus mit diesem Kubus in einer Addition vereinige, beziehungsweise später dann auch abziehe. Und ja, hier oben kommen die Pille-Palle-Anweisungen. Also, also Part 1, Part 1 mit diesem eingeschränkten Testgrid kann man noch naiv lösen, ganz einfach. Und dann kommt man am Ende drauf, ja, also es sind irgendwie 590.000 Kuben, die sind an. Das ist schön. Ja, und dann kommt eben Part 2, wird gesagt, schön, dass der Test funktioniert hat, jetzt rebooten wir mal richtig. Wir lassen diese Einschränkung wegfallen. Jetzt haben sie ein neues Anschauungsbeispiel eigens für Part 2 auch angefertigt und gesagt, ja, also das ist die Anzahl der Kuben, die am Ende an sind. Und nur zum Spaß, das ist die Anzahl der Kuben, die an sind innerhalb des 50 Kreuz 100 Kreuz 100 Kreuz 100 Test Grid. Ja, so Anschauungsbeispiel und dann hier unten meine Antwort. So, also die, was war jetzt im Verhältnis von mir zu diesem anderen YouTuber, zu diesem Anthony Writes Code? Welche Entscheidung hat er getroffen, bei der ich mich anders entschlossen habe? Also, eine ganz üble Gemeinheit hier an der Stelle ist, 10 bis 12, ich glaube, wir hatten das schon mal ein paar Mal auch hier zum Thema gehabt, in Python, die Range-Anweisung, ne? Wenn ich jetzt sowas sage, für i in Range 3 bis 10 und ich sage print i, und was passiert? Ne, er printet mir alle Zahlen von 3 bis 10, ausschließlich der 10, ja, das Range ist ein halboffenes Intervall. 3 bis 10, wobei die obere Grenze exklusiv und nicht inklusiv ist. Das ist aber bei diesen Kuben anders. Das hier ist inklusiv zu verstehen, ja, also 10 bis 12
meint nicht drei Anstriche entlang der, zwei Anstriche entlang der x-Achse, sondern drei, nämlich 10, 11 und 12. Und 11 bis 13 ebenfalls, ja. Das ist, wenn man sich, also, das ist nämlich ganz fies, wenn man sich hier die Länge berechnet. Die Länge wäre ja obere Grenze minus untere Grenze, also 13 minus 11 ist 2. Und da muss man aber noch plus 1 drauf addieren, weil die 13 inklusiv ist und nicht exklusiv ist. Und das ist fies. Das ist richtig fies. Weil, wenn ich hier sowas sage, for i in Range 1 bis 5, ja, print i, und danach sage ich for j in Range 5 bis 10, print i, was passiert? Ich bekomme, ach, ich bin so dusselig, print j. So, was passiert? Ich bekomme alle Zahlen 1 bis 9. Vor allen Dingen genau an dieser Kante, wo das erste Range geht bis 5, aber die 5 ist exklusiv und das zweite Range beginnt bei 5. Der Anfang, der ist inklusiv. Ja. Dadurch bekomme ich hier, weil hier hört ja der erste Range auf, hier beginnt die zweite Range. Ich bekomme aber trotzdem eine durchgehende Aufzählung. Aber diese Würfel sind ja anders. Hier ist es ja so zu verstehen, ja, um jetzt das inklusiv mal zu simulieren. So, wenn jetzt also der erste Würfel sagt, er geht von 1 bis 5, ja, dann geht er von 1 bis einschließlich 5. Und der zweite Würfel sagt, er geht von 5 los, na, dann startet er auch von 5. Und das heißt, diese Würfel, die liegen nicht face an face, also Gesicht an Gesicht, gegeneinander auf, sondern sie überschneiden sich in einem Slice. Und das ist jetzt dann auch wieder fies, ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Kubus, ich habe einen Kubus, der geht von x 5 bis 5, Kreuz 1 bis 5, Kreuz 0 bis 10 oder was, ne? Normalerweise würde man sagen, ja, also der Kubus, der hat gar keine Ausdehnung in x-Richtung. Das heißt, das Volumen ist 0. Das ist nur eine Seitenfläche. Aber im Sinne dieser Aufgabenstellung ist es zwar nur eine Seitenfläche, aber eine Seitenfläche, die trotzdem die Breite 1 hat. Denn ja, sowohl Anfang als auch Ende, also 5, sind drin. Also die Fläche dieses Kubus ist dann auch das Volumen dieses Kubus. Also ein bisschen bitter, das ist ein bisschen fies, ne? Also ist die Frage, wie drücke ich in einer solchen Datenstruktur eigentlich überhaupt einen Kubus aus, der tatsächlich das Volumen 0 hat? Das geht ja dann eigentlich nur, wenn ich sage von 5 bis 4. Weil es eine invalide Angabe ist. Dann sagt sie, alle Punkte, die größer gleich 5, aber kleiner gleich 4 sind. Und dann gibt es keine. Und dann wäre das jetzt hier tatsächlich endlich mal ein Volumen, ein Kubus, das den Volumen 0 hat. Aber zugleich ist es auch ein invalider Kubus, weil die Grenzen sich ja, weil die obere Grenze unterhalb der unteren Grenze liegt. Es ist, je mehr man das durchdenkt, dass am Anfang, dass das wirkt ganz harmlos, dass diese Kuben eine inklusive obere Grenze haben. Aber je weiter man das durchdenkt, stellt man dann irgendwann fest, das ist eine ganz miese Angabe, eine Datenstruktur auszudrücken. Also eine ganz miese Angabe. Meine Entscheidung, damit umzugehen, war, es zu nehmen, wie es ist. Ich hatte versucht, Code zu schreiben, unter der Annahme, dass die obere Grenze inklusiv ist. Und ich hatte aber zwischendurch noch überlegt, ob ich nicht einfach bei allen oberen Grenzen eins drauf addiere und dann sage, aber dann habe ich jetzt eine exklusive, halboffene Schreibweise für die Kuben. Ja, dass ich, wenn wir jetzt mal ein eindimensionales Beispiel nehmen, also ein Kubus, der von 5 bis 9 geht, dass ich mir stattdessen daraus sage, und dann 5 und 9 sind inklusiv, ich nehme einen Kubus, der geht von 5 bis 10, 10 ist dann aber exklusiv. Das ist wirklich nur halt bis effektiv, also trotzdem nur bis 9. Dass ich also die äquivalenten Kuben anders ausgedrückt. Ich hatte überlegt, ob ich das mache. Und mich dann entschlossen, nein, das ist doch Cheating. Das, nee, machen wir mal nicht. Und habe mich dann in eine Odyssee begeben. Oh. Ja, nee, also das war überhaupt nicht schön. Und ich habe dann eben bei Anthony Coates gesehen, hat exakt dieselben Funktionen sich implementiert. Ja, also ich habe eine Funktion, die prüft, ob
Würfel ineinander enthalten sind. Ich habe eine Funktion, die Intersections, also Teilkuben, die entstehen, wenn zwei Kuben überlappen, rausschneiden kann. Also eine Intersections-Funktion habe ich, habe eine Is-Included-In-Funktion habe ich. Und dann natürlich die mengenwertige Subtraktion. Man könnte auch sagen, Shave off. Also wenn ich zwei Kuben habe und der zweite Kubus überlappt mit dem ersten, dass ich von dem ersten alles wegschabe, alles wegnehme, was gleichzeitig auch Teil des zweiten ist. Also dass ich versuche, neue Kuben so zu bilden, dass sie den ersten Kubus ausfüllen unter Ausschluss der Intersection. Das sind im Wesentlichen die drei Funktionen, die man nämlich hier an der Stelle braucht, um diese Aufgabenstellung zu bearbeiten. Und der Anthony hat exakt diese Funktion implementiert und er hat sie sogar auf die identische Art und Weise implementiert, wie ich sie mir implementiert hatte. Huiu. Das heißt, durch Anthony of Code habe ich gesehen, mein Ansatz funktioniert. Und er funktioniert. Und nicht nur, dass da Stunden an Debugger-Ketten reingehen müssen, um es zum Laufen zu bringen, sondern mein Ansatz hätte exakt so funktioniert, wie ich es auch mal zwischendurch so runtergeschrieben hatte. Hätte ich nur diese eine Entscheidung anders getroffen. Naja, verschüttete Milch. Kommen wir also nun stattdessen und werfen einen Blick in den Code. Habe jetzt also meine alten Funktionen alle wiederhergestellt. Plus jetzt neu dem Feature dieses sogenannten Part-2-Modes. Der Part-2-Mode verändert entsprechend den Ausdruck oder die Darstellung der Kuben, indem die oberen Grenzen entlang der X, Y und Z-Achse um 1 erhöht werden, um sie dann als exklusiv annehmen zu können. So, jetzt werden wir auch sehen, selbst im Part 1 benutze ich den Part-2-Mode, also war die Bezeichnung Part-2-Mode eigentlich doof. Ich hätte vielleicht lieber sowas sagen, so wie Clopen-Mode oder Exclusive-Mode oder irgendwie sowas. Egal, jetzt ist es der Part-2-Mode und dabei bleibt's. So, wir haben einmal Debug. Debug ist das, wir hatten ja insgesamt drei Beispiele hier. Wir hatten ein Part-2-Anschauungsbeispiel, wir hatten ein Part-1-Anschauungsbeispiel, aber noch davor dieses, nennen wir es mal das Baby-Example. Beziehungsweise ich habe es dann RawX Debug genannt. Also wird hier dieses Baby-Example oder RawX Debug durchgerechnet. Am Ende muss 39 rauskommen. Mittlerweile klappt das auch alles. So, dann kommt Part 1. Hier ist jetzt das eigentliche Anschauungsbeispiel mit der Focus Area. Ja, es wurde ja gesagt, man soll sich auf dieses 100 Kreuz 100 Kreuz 100 Areal beschränken und nur gucken, wie viele Kuben innerhalb dieses Testareals an- oder ausgehen. Das müssen dann 59.000 sein. Dafür habe ich halt diesen Focus, der alles andere wegschneidet. Und für meinen individualisierten Input nochmal genau dasselbe, das ist auch wieder dieser Focus, alles was in diesem Focus liegt. Und hier ist auch schon wieder hier geht's los, ja, mit meiner exklusiven Schreibweise. Ja, hier in der Aufgabenstellung, hier steht ja noch minus 50 bis at most, ja, von at least minus 50 and at most 50. Alles zwischen minus 50 und 50, aber inklusiv umgeschrieben, minus 50 bis 51, aber die obere Grenze exklusiv. So, ja, das ist, und damit wird dann Part 1 gelöst und am Ende Part 2, wo einfach diese Focus Area wegfällt. Und ich habe das Anschauungsbeispiel für Part 2 nicht mehr rüber kopiert. Das Beispiel zum Laufen kriegen war an der Stelle nicht meine Hauptsorge, sage ich mal. Ja. Und damit kommen wir zu dem eigentlichen Code. Also das, achso ja, MyDebug, hier habe ich selber ein bisschen was getestet. Das hat sich dann damit erledigt. Wir brauchen kein Callable. Okay. So, RawX Debug, das Baby-Example, RawX, das Anschauungsbeispiel aus Part 1. Das ist Part 2, habe ich nicht mal mehr rüber kopiert. Und dann kommen wir jetzt zur magischen Klasse Volume 3D. Jetzt auch Coupe nennen können, aber ich habe es Volume 3D genannt. So. Volume 3D kennt seine X-Grenzen. Ja, hier gibt es diesen Part-2-Mode. Wenn der Part-2-Mode falsch ist, dann ist die obere Grenze inklusiv. Wenn der Part-2-Mode true ist, dann ist sie exklusiv. Ja, also gibt es hier eine Liste von Integer, genau genommen eine Liste der Länge 2, nämlich untere Grenze, obere Grenze, x, y, z. Es gibt eine String und eine Representation.
die Representation, wie es traditionsgemäß bei Python üblich ist, fabriziert ein String, der mit Python interpretiert, exakt dieselbe Struktur wiederherstellt. Habe aber vergessen, dass zwischendurch ja hier was dazugekommen ist. So, der Part to Mode. So, und String ist anders strukturiert. Es gibt mir hier auch die Grenzen x, y und z. Sagt mir aber auch das Volumen, also gibt mir ein paar mehr andere relevante Informationen. Die Volumen-Function. Das Volumen im ursprünglichen Modus wäre ja der, dass man sagt, das Maximum aus obere Grenze minus untere Grenze plus 1 und das für x mal y mal z. Ja, dieses plus 1 ist wichtig wegen dem inklusiven oberen Ende. Andernfalls im Part 2 Mode, da fällt dieses plus 1 weg, weil wir jetzt exklusive obere Grenzen haben. Ich persönlich würde argumentieren, dass also der Part 2 Modus hier die natürlichere Darstellung ist, wem das bis jetzt nach 21 Minuten noch nicht klar geworden ist. Also ich sehe den Part 2 Mode als den natürlichen Modus an, auch schon, weil ich mir hier eben das plus 1 sparen kann. Das ist so dieser Hinweis darauf, dass das eigentlich wirklich die richtige Form der Darstellung ist, in einem meta-abstrakten Sinne. Dem Computer ist es egal. So, Intersection. Intersection schneidet die Intersection raus, ist im Grunde ganz einfach. Ja, hier ist jetzt ganz wichtig, weil das ist eine Funktion, die nicht nur auf Self operiert, sondern auch ein anderes 3D-Volume nimmt. Hier ist es zumindest wichtig, dass konsistent gearbeitet wird, also dass beide Self und Other denselben Modus haben. Also entweder beide wahr oder beide falsch. Either way. So, dann wird die Intersection als ein neues Volume 3D gebildet. Und dann, ihr seht es ja selber, ist hier wie immer Max und Min, wird also geguckt, was ist größer, Self x0 oder Other x0, was ist kleiner, Self x1, Other x1 und so weiter. Keine komplizierte Funktion, also die Intersection hier ist geschenkt. Includes auch wieder, also Self includes Other, ist eine Funktion, die gibt zurück, wahr oder falsch, falls, je nachdem, ob Other tatsächlich in Self einbettbar ist, in Self enthalten ist. Im Grunde ganz einfach, also hier auch wieder ein Assert, dass sie den gleichen Modus haben, sonst ist dieser Vergleich Schwachsinn. Und dann wird eben geguckt, gibt es Verstöße in X? Wenn ja, dann return false. Gibt es Verstöße in Y? Gibt es Verstöße in Z? Und wenn ich dann alle Verstöße abgecheckt habe und keine gefunden habe, dann offensichtlich müssen die ineinander enthalten sein. Also muss der zweite, muss Other enthalten sein in Self. Auch eine nahezu geschenkte Aufgabe, nahezu geschenkte Funktion. Jetzt kommt eine wichtige Funktion, die, Merge, eine wichtige Funktion, damit das Ganze hier alles einigermaßen schnell läuft. Theoretisch braucht man Merge eigentlich nicht. Benutze ich das zurzeit überhaupt? Nein, ich benutze es nicht mal. Huch. Gucken wir mal an, was würde denn passieren? Hätte ich es benutzt, es müsste ja immer noch die gleichen Ergebnisse. Ja, hier 543.306, wunderbar. Und hier irgendwas unmöglich Großes, das mit 128 beginnt und auf 2480 endet, wunderbar. Ja, also Merge leistet seinen Dienst und kann dazu führen, das Programm zu beschleunigen. Was macht Merge? Groß im Ganzen ist die Aufgabe von Merge zu erkennen, wenn es in einer Liste von Volume 3Ds, wenn in einer Liste von Volume 3Ds zwei Kuben gibt, die face on face nebeneinander liegen, dass er diese beiden ersetzt durch einen Kuben, der sie beide umfasst. Wobei, die müssen nicht nur face on face liegen, die dürfen sich auch ein bisschen überschneiden oder so. Der Punkt ist, wenn es zwei Kuben gibt, die ich durch einen Kubus äquivalent ersetzen kann. Also ein Kubus, der dieselbe Ausdehnung und dasselbe Volumen hat wie die beiden zusammen. Dann werden sie dadurch ersetzt. Das ist, was Merge macht. Dadurch, dass man die ganze Zeit immer irgendwas addiert, schneidet, entstehen lauter kleine Kuben, zum Teil so klein, dass sie nur noch einen einzigen Punkt umfassen. Und um dem entgegenzuwirken, ist die Merge-Funktion da, die zwischendurch mal guckt, wenn kleinere Bruchstücke dann doch wieder zusammengefügt werden können. Vielleicht um das Ganze auch mal kurz grafisch zu motivieren, in
in 2D, warum das überhaupt was bringt oder warum das überhaupt funktionieren sollte. Stellt euch vor, wir haben jetzt mal schön was, was hier Size 6, so stellt euch vor, wir haben hier so ein Kubus in 2D und jetzt kommt ein anderer Kubus, der soll das hier wegschneiden. So, wie macht man das? Naja, also man identifiziert, es gibt ja hier die x-Anfangskoordinate des zweiten Kubus, die x-Ende-Koordinate des zweiten Kubus, die x-Ende-Koordinate des ersten Kubus und die x-Anfang-Koordinate des ersten Kubus. Und gleichermaßen auch hier y. So, ja, also man hat 4 x-Koordinaten, 2 von einem Kubus, 2 vom anderen und man hat 4 y-Koordinaten, 2 von einem, 2 von anderen. So, was ich jetzt mache, ist, ich erzeuge jeden möglichen Kubus, den man mit Paaren von diesen 4 Koordinaten erzeugen kann. Also den Kubus, so. Ich schmeiße dann aber immer alles weg, was nicht im Ursprungskubus enthalten ist, und was aber eine Schnittmenge mit dem wegschneidenden Kubus noch hat. Das heißt also, das hier unten, das wird dann, nachdem es erstellt wurde, sofort wieder weggeworfen. Aber was dann am Ende des Tages immer noch übrig bleiben kann, ich bekomme zum Beispiel diesen Kubus und ich bekomme diesen Kubus und ich bekomme diesen Kubus. Ja, das sind dann 3 Kuben, die entstehen, nachdem der hier unten also weggeschnitten worden, ne? All das hier wurde entfernt. All das so wurde entfernt. Es bleiben nur noch diese 3 Kuben übrig. Was Merge macht, jetzt stellt er fest, ah okay, dieser Kubus hier liegt mit diesem Kubus face on face, also es gibt ein geteiltes Gesicht, es gibt eine geteilte gemeinsame Fläche. Die beiden kann ich ersetzen durch so einen größeren Kubus. Damit ich nicht 3 Kuben habe nach dem Shave-Off, nach der mengenwertigen Subtraktion, sondern nur noch 2. Nämlich den großen grün und hier rechts hier den kleinen grün, den ich gerade zeichne. So. Jetzt, warum mergt der Merge-Algorithmus oben und unten statt links und rechts? Zufall. Der geht halt da durch und die erstbesten Paarungen, die er findet, die matcht, die fügt er zusammen. Und ja, dahinter steht kein Optimierungsalgorithmus, der jetzt guckt, was er am besten zusammenfügt. Es geht nur darum, dass er versucht, wenigstens ein paar der Paarungen zusammenzubringen. So, ja, also das heißt, ich schneide von meinem ersten Kubus den zweiten Kubus weg und am Ende behalte ich nach dem Merge noch 2 Kuben über statt 3 Kuben. Aber das ist dann eben auch der Punkt, wo ich meinte, man braucht Merge im Prinzip nicht, theoretisch von der Anschauung her. Es ist in der Theorie völlig egal, wie klein diese Subkuben da zerlegt werden. Am Ende das Ergebnis, das muss äquivalent sein, das muss in beiden Fällen mit und ohne Merge, muss das richtige Ergebnis herauskommen. Nur die Idee bei Merge ist, weil er die Anzahl der Kuben immer wieder mal reduzieren kann, so ein bisschen, so die Hoffnung, dass es mit Merge einfach schneller läuft. So, ich will jetzt gar nicht allzu viel, ja, while true, also das äußere while ist, solange noch irgendwas zu mergen ist, merge mal. So, removal list, da wird dann alles eingetragen, was mergebar ist. New entries ist dann der merge. So, und er geht dann durch. Arg, das ist hier die Liste, die hier reinkommt und die verjüngt werden soll, die gemerged werden soll. Der geht da jeden Eintrag durch. Jetzt assertet er erstmal, hat das Ding überhaupt ein positives Volume? Wenn nicht, dann ist schon vor dem Merge irgendwas schiefgelaufen. Zum Glück passiert das nicht. So, nachdem er dann also geht jeden einzelnen Eintrag in Arg durch und passend dazu sucht er dann jeden anderen Eintrag in Arg raus, um ihn die beiden miteinander zu vergleichen. Es wird ja auch nochmal assertet, dass sowohl Entry als auch Other beide im Partout-Modus oder beide nicht im Partout-Modus sind. Und auch jetzt nicht nur Entry soll ein positives Volumen haben, auch Asa muss natürlich ein positives Volumen haben. Wenn irgendwas davon nicht erfüllt ist, dann ist was schiefgelaufen, noch bevor die Merge-Funktion überhaupt angeschmissen wurde. Deswegen würde dieses Assert dann einen Fehler werfen und das Programm bricht ab. Also dass es die Annahme ist, dass das alles schon erfüllt ist.
So, dann wird jetzt geguckt, x ist x, y ist y, z ist z. Heißt, der prüft, ob die Grenzen bezüglich x, bezüglich y oder z identisch sind. Und danach gibt es jetzt drei Fallunterscheidungen. Fall 1, Fall 2, Fall 3. So, wenn man Fall 1 verstanden hat, dann sind Fall 2 und Fall 3 analog. Das ist einfach nur, das ist bezüglich x, das ist bezüglich y und schließlich bezüglich z. Also gucken wir uns Fall 1 an. Er sagte so, wenn x ist x und y ist y. Also da sind zwei Kuben, die haben sowohl dieselben x als auch dieselben y-Grenzen. Und hier wird jetzt gefragt, entweder liegen die face an face oder irgendwie so ein bisschen ineinander bezüglich der z-Achse. Dann Removal List, dann wird Entry in Other hinzugefügt, weil die beiden sind mergebar. Die können dann am Ende rausfliegen, nachdem sie gemerged wurden. New Entries, hier wird jetzt der Merge hinzugefügt. Und wie? Naja, wir wissen ja, die X-Ausdehnung ist identisch, die Y-Ausdehnung ist identisch. Kann ich die mir also aus Entry oder Other rausgreifen? In dem Fall aus Entry. Und jetzt muss ich nur bei Z gucken. Naja, also ich nehme halt den kleinsten Z0-Wert und den größten Z1-Wert. Fertig. Und dann natürlich der Part-Mode. Part-2-Mode wird kopiert, ob er wahr oder falsch ist. Und dann kommen wir hier beim Break an, das heißt, dieses For wird gebreakt, dadurch überspringen wir dieses Continue, kommt zu diesem Break, das überspringt dieses Break. Dieses Break hier, ja, das, dieses äußere Break, das greift nur, wenn nichts mehr zu mergen ist, dann wird die äußere While-Schleife zerbrochen. Dieses Break, so, wenn dieses Break gerufen wird, dann wird das hier unten nicht ausgeführt. Also dieses Break verhindert, dass wir die While-Schleife verlassen. Das heißt, dieses Break erreichen wir nur, wenn noch etwas zu mergen war. So, so, dieses Continue überspringt dieses Break, um zu diesem Break zu kommen. Ja, also dieses Continue möchte aus der While-Schleife raus. Dieses Break verhindert das Continue. So, ja. Also, dieses Break möchte verhindern, dass die While-Schleife gebrochen wird. Dieses Continue möchte, dass die While-Schleife gebrochen wird. Dieses Break verhindert, dass die While-Schleife gebrochen wird. Und dieses Break letztendlich führt aus dieser Funktion raus. Ja? Das ist nicht schön. Aber Python zwingt einen gewissermaßen dazu. Man kann die Dinge auch in Python anders regeln, aber so und so hat man entweder zusätzliche Variable. Ich finde, es gibt dafür keine es gibt vielleicht Alternativen, die andere Leute als schöner ansehen würden, aber es gibt keine wirklich grundlegend bessere Alternative, also aus meiner Sicht. Schöner wäre ja gerade hier, dass ich, wenn ich hier bin, von hier aus schon irgendwie sagen kann, ich möchte While brechen oder nicht, oder ich möchte alle darüber liegenden Loops durchbrechen oder nur die nächste. Also, das geht nicht, das kann ich in Python nicht sagen. Ich kann in Python immer nur die nächste brechen, immer die unmittelbar darüber liegende und nicht diejenigen, die noch darüber liegen. Leider. Es ist sehr ärgerlich, aber es ist halt so. Und dann kommt man hier am Ende mit diesem Break, Continue, Break, Break Schaltung, um dann da irgendwie aus den Loops raus zu navigieren. Also, man muss dann also entweder die Loops irgendwie versuchen zu kombinieren, zusammenzulegen, was hier nicht so ohne weiteres geht, oder mit irgendwelchen Steuerungsvariablen arbeiten, die dann aber auch wieder eine andere Komplexität herbeiführen. Es gibt keine schöne Lösung. So, am Ende wird dann in der Removal List, es wird alles entfernt, was mergebar war, und die Merges werden dem Arc hinzugefügt. Warum mache ich das nicht in drin, sondern hier draußen? Naja, weil wir hier über Arc mit dieser Vorschleife und dieser Vorschleife jeweils über Arc iterieren, und Python mag das nicht, wenn man die Listenstruktur, über die man gerade drüber iteriert, verkürzt oder verlängert, weil Python da nicht weiß, ob er mit dem mit 1 zurück oder 1 vorgehen muss oder da bleiben soll, wo er gerade in der Liste ist. Deswegen muss ich mir hier drinnen merken, was ich als nächstes für eine Operation ausführen möchte, um sie draußen auszuführen, bevor ich dann aufgrund des Whiles diese Vorschleife wiederhole. Also diese Vorschleife wird immer wieder neu eingetreten, nachdem was gemerged wurde, um zu gucken, ob noch irgendwas zu mergen ist. Das war das Merge. Jetzt kommen wir zu der Kernfunktion des Ganzen, die Shave-Off oder auch die mengenwertige Subtraktion. So,
anders als davor, davor haben wir mal gesagt, der Part-Mode der beiden hereinkommenden Argumente muss gleich sein. Hier sagen wir, die müssen nicht nur gleich sein, sondern die müssen der Part-2-Modus sein, sonst funktioniert diese Shave-Off-Funktion nicht. Und das ist genau das, woran ich ja gestern gescheitert bin, dass ich versucht habe, eine Version von Shave-Off zu schreiben, die auch ohne den Part-2-Mode operiert. Es ist mir nicht gelungen. Es muss gehen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber es ist 100-mal einfacher, das in diesem Part-2-Mode zu machen, also wenn die obere Grenze exklusiv ist. Ja, X-Series. Ich sammle mir alle X-Koordinaten, also X0, X1 von Self und Other, gleicherweise auch von Y. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt sage ich, ich iteriere X1, X2 über alle X-Koordinaten, ich iteriere alle Y1, Y2 über alle Y-Koordinaten und alle und Z1, Z2 über alle Z-Koordinaten. Auf diese Weise erzeugt mir diese For-Loop, diese doppelt verschachtelte For-Loop, wobei die nicht doppelt verschachtelt sein muss. Ich habe sie vorhin nur aufgetrennt aus Verzweiflung, in der Hoffnung, das macht irgendwas. Eigentlich so. Dafür ist die Product-Function ja da. Also jetzt X1 geht durch X-Series, Y1 geht durch Y-Series, Z1 und so weiter. Ja, Product ist kein ZIP. Ja, ZIP heißt, dass die sechs Werte hier die sechs ersten Werte dieser Listen annehmen, danach nehmen die sechs Werte die zweiten Werte dieser sechs Listen an. Das ist, was ZIP tun würde. Sondern Product geht wirklich alle möglichen Kombinationen durch, die entstehen könnten, wenn ich jeweils immer ein Element aus diesen Listen mir raussammeln darf. Ja, alle Kombinationen von Ziehungen, die ich auf diese Weise machen kann, das ist, was Product tut. Es ist ein Iterator, er gibt jede Kombination zurück. Und genau das ist der Punkt hier, er gibt mir jede Kombination zurück und dadurch indirekt jeden Subwürfel, der in der Nähe der beiden Würfel Self und Other liegt und sich entlang und sich eben in irgendeiner Weise aus denselben Koordinaten zusammensetzt. Dann kann es der Würfel links daneben sein, rechts daneben, drüber, drunter, oben links in drin und so weiter. Alle kleinen wie großen Subwürfel, die sich irgendwie aus Self und Other generieren lassen, wird durch diese Vorschleife durchiteriert. Und das sind eine ganze Menge. Und davon kommen auch eine ganze Menge bei rum, die sind Schwachsinn. Zum Beispiel kann es ja passieren, dass da x1 und x2 soll die Grenze eines neuen Subwürfels werden. Kann natürlich bei dieser Produktziehung kann es passieren, dass x2 kleiner ist als x1. Es würde also hypothetisch ein Würfel entstehen, der ein negatives Volumen hat. Um das abzufangen, gibt es hier also verschiedene Bedingungen, die dieser neue Subwürfel erfüllen soll, bevor ich überhaupt in Erwägung ziehe, ihn anzunehmen. Und eine dieser Bedingungen ist eben, dass x2 eben gerade nicht kleiner sein soll als x1 und y und z genauso. Das sind da die Bedingungen. Ich gucke erstmal, dass überhaupt die Grenzen Sinn ergeben. So, wenn die Grenzen Sinn ergeben, dann baue ich vorläufig erstmal einen neuen Kubus. Und von dem überprüfe ich jetzt, liegt der in Self drin? Es geht ja um eine symmetrische Differenz. Ich versuche ja, Teilwürfel von Self zu konstruieren, alle Teilwürfel von Self zu konstruieren, die nicht auch in Other liegen. Also ganz wichtig zunächst einmal, ist der in Self enthalten? Wenn nicht, wegschmeißen. Wenn doch, dann kommt der nächste Test. Schneidet er sich mit Other? Wenn ja, wegwerfen. Wenn nicht, dann bin ich jetzt ja schon ganz dicht dran, dann habe ich jetzt einen ganz heißen Kandidaten. Der liegt in Self drin, es ist ein gültiger Würfel mit positivem Volumen, er schneidet sich nicht mit Other, könnte also tatsächlich Teil des Ergebnisses meiner mengenwertigen Subtraktion werden. Der letzte Test, den ich jetzt noch ausführe, schneidet er sich mit irgendeinem anderen Würfel, den ich schon angenommen habe. Wenn dem so ist, wegwerfen. Andernfalls, dann sind alle Tests bestanden worden, die dieser Würfel zu bestehen hatte, und dann kommt das erstmal vorläufig in meine Ergebnismenge. Vorläufig deswegen, weil dann kommt ja noch der Merge. Und wenn der Merge fertig ist, ja, dann wird out zurückgegeben. Es sei denn, ich möchte explizit die Intersection auch haben, dann wird die als letztes Element noch hinten mit dran gehangen. So, aber dieses out sonst ist die mengenwertige Differenz.
So, ja, hier wie immer eine Konvertierungsfunktion, die den String-Input umwandelt in irgendwas, was ich verarbeiten kann. MyIndex war ein verzweifelter Versuch von gestern, weg damit. Determine Volume nimmt eine Liste von Kuben an und addiert ihre Volumina auf. Und das war's. Da wird dann auch kein Test und nichts weiter mehr durchgeführt. Und jetzt kommen wir zur zweiten Hauptmethode und dann sind wir auch schon durch. Execute Reboot Commands. Nimmt Reboot Commands, nimmt einen Focus und einen Verbose für Print Outputs. So, was passiert? Er geht durch die Reboot Commands durch und guckt nach. Erstmal ist das jetzt drauf addieren oder wegschneiden. Und dann ist ja auch Teil von diesen Reboot Commands die Beschreibung eines Würfels, beziehungsweise an der Stelle ist es schon so weit transformiert, da ist das schon ein Würfel. Also der Reboot Command gibt mir einen Würfel und sagt mir, ob er drauf addiert oder wegsubtrahiert werden muss. In jedem Falle muss, aber jetzt unabhängig davon, ob dieses Volumen drauf addiert oder wegsubtrahiert wird, wird es erstmal von allen Einträgen, die in meiner Volts-List, ja, wir erstellen eine Volts-List, da kommen alle Kuben rein von Reboot-Commands, die an sind, also wo eine Anschaltung vorgenommen wurde. So, das Erste, was wir also machen, wenn ein neues Volumen vorkommt, wir gehen durch diese Volts-Liste durch, ja, das passiert ja hier. Nee, halt, 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 halt. Ja, jetzt bin ich selber gerade verwirrt. Ach so, ja, genau. Das Erste, was passiert, wir gehen durch diese Volts-Liste, ja, hier wird der Fokus angewandt. Ignorieren wir es mal. Dann gibt es eine To-Do-Liste, ne? Wir gehen die Volts-Liste durch. Ja, okay, ist nicht so gebraucht. Wir gehen die Volts-Liste durch und dann schauen wir, ob der Eintrag in der hier der Entry in der Volts-Liste, ob der eine nicht leere Schnittmenge hat mit dem neuen Volumen, das entweder drauf addiert oder wegsubtrahiert werden soll. Wenn dem so ist, dann muss mit diesem Entry was gemacht werden und entsprechend wird es den To-Dos angehangen. Und da, wo das Entry drin stand, ja, ist ja hier for IDX Entry in the Numerate Volts, an genau der Stelle, wo das Entry stand, wird None eingesetzt. Also das Entry wird erstmal von der Liste runtergenommen. Das ist jetzt Teil der To-Dos und nicht mehr Teil der Volts. So, was passiert mit den To-Dos? Naja, in den To-Dos, hier sind jetzt alle Entries drin, die eine positive Schnittmenge haben mit dem neuen Volumen, das entweder drauf addiert oder wegsubtrahiert werden soll. Diese To-Dos werden den Volts wieder hinten angefangen, also wieder hinzugefügt, aber das neue Volumen wird von ihnen wegsubtrahiert. Und das unabhängig, ob das Volume drauf addiert oder wegsubtrahiert wird. Es wird erstmal von allen Einträgen, mit denen es eine Schnittmenge hat, abgezogen. Wenn es drauf addiert werden soll, dann wird es nämlich selber hinzugefügt. Wenn es nicht drauf addiert werden soll, dann nicht. So, und am Ende wird dann nochmal Volts verjüngt, da sagen wir, okay, Volts sind alle Einträge aus Volts, die nicht None sind. Ja, weil wir hier oben haben wir ein paar Einträge ausgetragen, die sind ja noch weiter drin. So, die schmeißen wir hier raus. Und am Ende können wir uns dann angucken, was ist das Zwischenvolumen bis zu diesem Punkt. Und dann geht es mit dem nächsten Reboot-Kommando weiter. Ja, also man muss ja bedenken, wenn man Mengen addiert. Und das ist ja, was wir hier machen. Wir nehmen 3D-Mengen und addieren die aufeinander. New Boom. Ja, wenn ich wenn ich sage, ich möchte eine Menge A, möchte ich addieren mit einer Menge B. So, und addieren heißt vereinigen. Ich möchte die Vereinigung bilden. Dann kann ich diese Vereinigung äquivalent ausdrücken als A ohne B, ja, die mengenwertige Subtraktion, vereinigt mit B. Aber eben jetzt mit dem Dreh, dass A vereinigt B, hier können A und B keine Schnittmenge haben. A ohne B vereinigt B ist eine disjunkte Vereinigung. Ja, also das ist dasselbe wie wenn ich quasi hier ist mein A und hier ist mein B. Hier drin ist die Menge,
A ohne B, die schneide ich von A weg, sodass A hier nur noch der Halbmond ist. Und da packe ich B drauf. Und das Endergebnis ist aber dasselbe. Und das ist, was wir implementatorisch machen müssen. Wenn wir zwei Würfel addieren, dann muss der zweite Summandenwürfel vom ersten erstmal abgeschnitten werden, damit ich den zweiten Summandenwürfel bedenkenlos mit dazu packen kann. Weil ansonsten, wenn ich dann am Ende hingehe und ich möchte Voluminas berechnen und ich führe diese Mengenschnitte oder diese Mengendifferenzen nicht aus, ja, dann bekomme ich das Volumen von A, von dem ungeschnittenen A. Und ich bekomme zusätzlich das Volumen von B. Und das heißt, ich habe das Volumen ihrer gemeinsamen Schnittmenge habe ich doppelt berücksichtigt. Dann berechne ich zu viel Volumen. Aber wenn ich vorher den B-Anteil von A weggeschnitten habe, dann gibt es keinen Konflikt mehr. Dann kann ich seelenruhig das Volumen von A nehmen und dann da ohne weiteres einfach das Volumen von B obendrauf packen. Und dann habe ich das wahre Volumen, das die beiden zusammen einnehmen. So, das ist, was ja hier zu berücksichtigen gilt. So, das ist, was dieses exec-reboots macht. Das schneidet also in jedem Fall erstmal, also in jedem Fall wird eine mengenwertige Subtraktion ausgeführt. Und am Ende, wenn ich aber eigentlich addieren wollte, wird dann eben der Subtrahent als Summand der Gesamtliste einfach hinzugefügt und fertig aus. Und am Ende kann ich dann sagen, ja, determine volume und gib mir den Wert zurück. So, damit habe ich Part 1 und Part 2 gelöst. Das war Tag 22 am Tag 23. Also das Rätsel des Tages 22, schlussendlich gelöst am 23. September. Mal sehen, ob ich Tag 23 auf die Reihe kriege. Aber das werdet ihr dann merken, ob ein Video kommt oder nicht. Insofern vielen Dank. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, könnt ihr gerne ein Abo meines Kanals bedenken. Und wir hören uns dann wohl irgendwie demnächst. Ciao, ciao.